Hi Leute, ich bin's Kepper 1232 und heute spielen wir wieder Roll Call. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat sich umbenannt. Es heißt angeblich nicht mehr Roll Call. Ich werde es aber dennoch so nennen, weil es das originale oder der originale Begriff dafür war. Das steht hier sogar drauf. Der heißt jetzt irgendwas mit Super Ball Parkour Obby oder so. Ich weiß nicht, wieso sie das so umbenannt haben, aber die haben Ultra-Dislikes kassiert deswegen. Aber ja, in diesem Part wollten wir die grünen Münzen sammeln und ich glaube, da waren auch rote Münzen, wenn ich mich nicht täusche. Die roten Münzen sind ein bisschen trickiger. Und ja, deswegen werden wir sie jetzt alle suchen. Wir werden wieder zwei Parts brauchen, damit wir die erste Hälfte machen und dann die andere Hälfte. Hier haben wir schon unsere erste Münze. Ich weiß nicht, wird das irgendwie angezeigt, wo wir die Münzen haben. Okay, hier heißen Tokens, okay. Das heißt, in jeder Welt sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Token. Oder ist jeder Level? Ich bin mir nicht sicher. Also noch sehe ich keinen roten. Ah, okay, da ist wieder einer. Das heißt, ich bin hier diesmal ein bisschen, wie soll man da denn hin? Da sind sogar zwei Tokens. Okay, ich habe keinen Plan, wie ich da hinkommen soll. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich eine übersehen habe. Das Schöne ist, wir können ja... Alter. Yeah, man kann ja hier gucken. Wenn man auf Tokens geht, man sich ja die Namen. Token 1, 2 und 3. Das heißt, wir haben noch keine übersehen. Das heißt, das ist die vierte. Und ich habe keinen Plan, wie wir zu der kommen sollen. Ich könnte ja hier schnell den Checkpoint berühren. Wie kommt man denn der bitte schön dahin? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach viel zu verwirrend für mich. Kann man hier nicht irgendwie hochbouncen oder so? Nee, kann man nicht. Das Gute ist, ich kann ja bei den Level zurückreisen. Das heißt, ich kann gar nicht verloren gehen. Ja, also ich habe keinen Plan, wie wir die Münze jetzt herbekommen. Wir haben auch nicht genug Jump Power für dieses Trampolin. Das heißt, wir können das gar nicht. Oh mein Gott, doch, ich hab's irgendwie hinbekommen. Muss nur ein bisschen warten, okay. Top 4, das heißt, wir haben keins übersehen. Wir müssen jetzt wirklich hier unsere Augen offen haben, denn die können überall jetzt sein, die Münzen. Die können auch an solchen echt ekligen Stellen sein. Ich hoffe, die sind nicht im Himmel. Also die fünfte war schon ein bisschen nervig. Ich sehe gerade gar keine. Es tut mir leid, falls ich ein bisschen Schnupfen habe. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe irgendwie eine Erkältung abbekommen. Ich habe keinen Plan, wieso. Oh Gott. Moment mal, ich krieg's schon hin. Nein. Man muss hier wirklich diese Plattform ausnutzen und hier durchjumpen. Moment mal, das schaffe ich irgendwie. Komm schon. Nein. Man muss mir das richtige Timing finden. Nein, falsch. Jetzt aber. Och komm schon, wieso prallt er denn wieder zurück? Das kann doch nicht. So, bei manchen prallt er einfach geradeaus und dann prallt er wieder zurück. So, hier geradeaus. Yeah, wir haben es geschafft. So, jetzt müsste es doch... Ja, 1, 2, 3 und 4, 5. Okay. Weiß ich, ob die auch unter Level aufgeteilt sind? Ich hoffe mal nicht. So, wir könnten uns im Prinzip auch... Skins kaufen. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Hier im Shop können wir uns hier alles durchkaufen. Ich weiß gar nicht, haben wir... Was ist denn das teuerste hier? Hier unten wahrscheinlich, oder? Nee. Die sind alle nicht so teuer, sehe ich hier gerade. Also ich habe zu viel Geld. Gibt es hier nicht eine Kugel, die ultra teuer ist? Nee, gibt es einfach nicht. Wow. Oh, ist hier? Nein, auch nicht. Ja, das heißt, sie sind alle gar nicht mal so teuer. So, ich fahre. Wir holen uns, glaube ich, einen Trail. Oh, doch, hier der 2500er ist teuer. Okay, holen wir den einfach. Damit wir halt. Ich muss ihn auch equippen, sehe ich gerade. Wo ist der hier? Trails. Sorry, ich werde definitiv auch
alles durchkaufen, weil ich weiß, also 100% werde ich es definitiv spielen. Also keine Sorge. Ah, ich sehe schon. Hier ist eine Münze. Müssen wir, glaube ich, so. Nein. Irgendwie so und dann bestimmt auf die Seite. Moment mal. Kann man hier nicht wieder auch? Doch, kann man. Und zack. So, jetzt haben wir noch eine Münze. Geht schon alles top. Da drin ist doch in diesem Haus was. Da ist eine Plattform. Aber wie kommt man denn da hin? Muss man wieder das Trampolin benutzen? Ich bin mir nicht sicher. Ob der Ball überhaupt durch die Tür passt. Okay, doch, der passt durch die Tür. Das ist das Gute. Ich bin nur zu dumm, um mit einem perfekten Winkel dort reinzufliegen. Okay. Was ist das denn hier? Okay, ich habe irgendwas so aktiviert. Ich bin mir nicht sicher, was das gerade war. Vielleicht noch ein Secret. Okay. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Münze drin, aber... Ne, aber da ist eine Münze, sehe ich gerade. Noch, wie kriegen wir dich denn jetzt? Ich glaube, wir müssen mit Speed da gegen diesen Block. Nein, müssen wir vielleicht hier durch und dann... Die macht doch auch gar keinen Sinn, was wir denn hier machen. Okay, habe ich die jetzt eingesammelt? Okay, perfekt. Die Münze ist jetzt auch fertig. So, ich gucke mir einfach am Ende dieses grünen Levels einfach ab, wie die Tokens haben. Also gerade ist alles gechillt, denke ich mal. Also ich sehe noch keine Münze. Nee, alles einfach entspannt. Ich weiß, am Ende des Levels gab, oder am Ende der ganzen Map gab es ja eine Münze noch. Die hat sich irgendwie hinter diesem Schild versteckt. Okay. Komm schon, diese Burg hat doch bestimmt auch irgendwas. Was? Wieso fliege ich zur Seite? Ach, keine Ahnung. Komm schon, die Burg ist doch schon sass, oder? Oh, jetzt habe ich nicht genug Speed gehabt. So, jetzt aber. So, ich weiß nicht, ob man da drauf kann. Doch, kann man. Wir haben, okay, da ist eine Münze definitiv. Ui, geschafft. Okay, wie kommen wir zu der Münze? Ich glaube, wir müssen hier wirklich durchbrettern. Was? Ich bin über die Münze gesprungen. Das kann nicht sein. Jetzt habe ich die Münze, das ist doch gut. So, ich denke mal, wir haben keine übersehen. Hoffe ich, denke ich. Hier ist schon wieder eine. Ja, die ist echt komisch platziert. Das war keine Challenge für die. So, wir sind schon im nächsten Bereich. Deswegen gucken wir jetzt mal nach. Haben wir alle Münzen? Okay, für jede Welt gibt es immer 5 Tokens. 1, 2, 3. Ja, wir haben ein Token übersehen. In der Welt. Okay, dann gehen wir nochmal auf 1. Okay, wo haben wir denn da ein Token übersehen in der Welt? Ich check es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir an einem vorbeigehuscht sind. So, hier ist Token Nummer 1. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. So, welcher Token hat gefehlt? Ich glaube, Token 4 hat gefehlt. Ja, Token 4. Das heißt, da ist Token 2. Token 3 muss hier ja gleich auch sein. So, Token 3. Wo bist du denn? Ja, Token 3. Oh mein Gott, husch. Wo ist Token 3? Bin ich bescheuert? Nee, Token 3 kam, glaube ich, später. Ich hier nicht Token 3. Ist hier vielleicht ein Token? Ne, dazwischen ist nichts. Oh mein Gott, das ist schon belastend. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten gibt es hier überhaupt. So. So, das ist Token 3. Müsste das doch Token 4 sein? Ne, das ist Token 5. Das heißt, Token 4 ist zwischen den beiden. Aber wo? Da das Token ist. Das heißt, hier irgendwo muss ja noch ein Token sein. Wo ist der denn? Jetzt kann ich sehen, dass Token 4 irgendwie komplett irgendwo hinten ist. Sollte der Schatten... Ne, der Schatten sagt nicht, wo der Token ist. So, da ist Token 5. Wo zum Teufel ist Token 4? Ich habe keinen Bock nochmal da zu recherchieren.
Oh Gottes Willen. Das kann doch nicht sein. Token 4, wo bist du denn? Ich versuche mal ein bisschen Highground zu bekommen, dann kann ich vielleicht abgucken. So, ich gehe nochmal zurück, dann. Okay, jetzt wollte ich eigentlich auf die Burg. Hab komplett reingekackt. Wieso? Wieso sind die Abstände auch so komisch? Und zack. So, in der Burg. War ich hier vielleicht Token 4 oder habe ich das so? 2, 3, dann kommt 5. Perfekt, okay. Wo ist Token 4? Ich sehe. Da ist 3, da ist 5 irgendwo. Das ist 4, muss ja irgendwo auf dieser Strecke sein. Sonst kann man das nicht anders erklären. Das macht das überhaupt keinen Sinn. So. Hier. Irgendwo muss es doch hier sein. Sag mir nicht, dass es in einer Pflanze drin. Weil ich sehe hier nichts, das sich gerade dreht. Außer halt diese komischen Spin-Teile. Vielleicht soll ich mal wirklich in eine Pflanze reinfliegen. Und gucken, ob da vielleicht irgendwas sich bewirkt. Nein, habe ich. Nee, Token 4. Habe ich das jetzt? Nein, das ist nicht in der Pflanze. Ich guck nochmal nach. Och, komm schon. Das ist safe in irgendeiner Pflanze drin. Das kann man doch noch. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock, einen Cut zu machen, bitte. Wo ist das denn? Okay, Leute, ich mache doch einen Cut und dann sage ich euch, wo Token 4 ist, falls überhaupt jemand das gefunden hat. Oder falls überhaupt im Spiel drin ist. Also ja, bis gleich, Freunde. Okay, Leute, ich habe ein kleines Problem. Keiner hat darüber ein Video gemacht, wo die Tokens sich befinden. Und ich habe so eine kleine Vermutung. Also, der Token existiert, das weiß ich. Denn ich habe schon gesehen, dieses Abzeichen, das man bekommt dafür, haben schon 46 Leute. Ich habe mal so eine Vermutung. Und zwar vermute ich, dass der Token vielleicht irgendwo hier ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nur eine Vermutung. Kann ja sein, dass die es auch so gemacht haben, dass er aus Versehen beispielsweise verwechselt wurde mit Token 3. Aber ich meine, ich sehe hier nichts. Ach, da hinten! Seht ihr das? Oh mein Gott, das ist ja ultra unfair. Was zum Teufel? Genau da hinten ist das. Wie komme ich denn da hin? Oh Gott, ich habe es erst jetzt bemerkt. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn jetzt machen? Soll ich... Ich glaube, ich muss von hier so ultraschnell durchbrettern. Okay. Let's go. Zack. Und. Perfekt. Nein. Oh mein Gott, dann werde ich zurückgebounced. Das ist sehr ultra traurig. Okay, man muss... Das ist manchmal nicht auf der Karte, sondern manchmal auch komplett woanders. Das ist... Was? Wo bin ich? Was? Wo war ich gerade? Ich war in der nächsten Welt. Ich weiß nicht, warum. Sein... Ja, aber ich glaube in jeder Welt sind noch die roten Münzen. Bitte nicht, nein, nein. Ja, super gemacht. So, jetzt haben wir alle Tokens. So, wozu bringt mich dieser Tunnel? Ist das so ein Level-Skip? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich bin jetzt hier, aber ich sehe keine rote Münze. Hä? Ich glaube, man muss dann hier durch, dann hier. Ja, das ist einfach ein Level-Skip. Ja, das ist einfach ein Skip. Okay, das ist etwas komplizierter. Aber wir haben jetzt alle Münzen hier. Das heißt, in dieser Welt müssen wir jetzt auch alle Münzen sammeln. Ja, ich sehe jetzt schon die grüne. Kein Plan, ob ich da überhaupt rüber. Was? Wieso bin ich jetzt hier unten? Ich check's. Ja, Toybox Trail 1. Ich glaube, ja, ich muss hier schräg runter. Oh Gott, das wird ja ultra... Okay, ich dachte, man kann nicht durch diesen Block, aber ich habe es geschafft. Wir haben unsere erste grüne Münze in dieser Welt. In jeder Welt gibt es 5 Münzen. Werde ich mir merken. Hier unter den Plattformen ist keine. Hier ist auch keine. Das ist hier. Sind im Prinzip auch durch. Da drin im Tor. Ja, im Tor ist natürlich eine Münze. Perfekt. So, wir gehen jetzt hier hoch. Da ist wieder eine. Da bin ich nicht dumm. So, jetzt gehe ich hier hoch. Wir haben schon die dritte.
So, wo ist, kann denn hier eine rote sein? Ja, da ist keine. Oh. Ach, perfekt. Jetzt kann ich hier nicht mal normal spielen. Okay, da ist wieder... Das ist, glaube ich, die vierte. Wie komme ich da denn hin? Ah, okay. Jetzt müssen wir uns irgendwie hier... Ja? Oh Mann, das wird echt kacke. Ja, das ist echt kacke. Vielleicht kann ich mich ja von der hier rüber prallen lassen. Hat sie überhaupt genug? Ja, die kann eigentlich hier rüber schubsen. Genau wie die. Jetzt muss ich ja wirklich die benutzen. Oh, oh mein Gott, das wird ja ultra kacke. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn das perfekt hinbekommen? Jetzt roll ich doch vorbei. So, ich versuche jetzt einfach von selbst hier drauf zu kommen. So, hier ist die Münze, das ist jetzt perfekt. Ich kann nicht so machen, dass ich... Na, ich muss wirklich von diesem Bounce-Pad dann hier rüber auf das Gelbe. Ja, oder auch nicht. Moment mal, ich versuche mal mit Speed. Das heißt, ich muss ganz schnell durchhuschen, aber... Das funktioniert nicht, der kommt hier irgendwie nicht drauf. Ich weiß nicht wieso. Das heißt, dieses Bounce Pad ist wirklich das einzige, was einem gerade helfen kann. Ah, ich muss wirklich auf dieses Lederne drauf, weil es mich dann hier hoch schubst. Och, Mahan, wieso funktioniert das manchmal? Aber manchmal nicht einfach. Ja, jetzt hat es beispielsweise funktioniert. Da hat dieses Vieh mich nicht weggebounced. Ja. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe keinen Speed. Oh mein Gott, das ist ja so eine hässliche Münze. Oh mein Gott. Das ist wirklich eine sehr schlimme Münze. Ich hasse es jetzt schon. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie geschafft. Jetzt müssen wir weiter. Aber es gab mal die dritte Welt. Ich will nicht wissen, wie die anderen Welten sind. So. Wo sind denn hier die roten Münzen? Ich habe noch keine einzige gesehen. Ich weiß, auf dem Piratenschiff gab es mal eine. Aber ich weiß ja nicht. Einfach ein Flamingo. So. Hier ist keine rote und auch keine grüne. Okay, alles sauber. So, dann können wir hier weiter. Hier war ja dieser komische Skip, der uns nicht zu einer roten Münze gebracht hat. So, keine grüne. Hier auch keine grüne. Und was macht der Typ da unten? So, hier... Laut dem hätten wir es eigentlich 5, aber nein, es fehlt wieder eine. Gegen N. Ja, wir sind ja gar nicht am Ende. Das heißt, hier kommt irgendwo später. Wieso ist der Typ hier unten? Ich glaube nicht, dass er uns hier was sagen will. So, huschen mich hier einfach schnell durch. Ja. Ja. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. So, jetzt bitte. Wo ist die letzte? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier in dem Loch? Nein. Wo ist denn die letzte Münze? Ey, schon wieder fehlt einfach eine Münze. Das kann nicht sein. Also ich muss wirklich jetzt hin und her rollen und die ganze Zeit die Münzen jetzt suchen. Ja, das wird schon ein langer Part, das ist schon belastend. Wir schaffen definitiv nicht die Hälfte der Map. So, kann es sein, dass die Fläche unten ist? Nein. Hier unten kann die gar nicht sein. Beziehungsweise ist sie auch nicht. Roboter will es mir irgendwas andeuten. Nein. So, hier? Es kann sein, dass die hier ist. Nein, hier ist sie auch nicht. Wo ist die denn? Ich kack ab. Wo ist der Typ hier unten? Will er mir sagen, dass da unten die Münze ist? Hier kann die ja gar nicht sein. Ich bin verwirrt. Ja, der Typ sagt mir irgendwie schon mit einem Zeichen. Wisst ihr was, Leute, ich mache einfach wieder einen Cut und ich durchsuche nochmal die ganze Map von der vierten Münze aus. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also ja, bis gleich. Leute, ich kacke ab, die ist einfach hier unten. Einfach hier unten. Wie lange habe ich den gerade vorhin gesucht? Ich bin komplett bis zu diesem komischen Bounce-Ding gegangen. Weil ich dachte, dass sie vielleicht versteckt war in einem Rubik's Cube. Ne, war sie nicht. Jetzt bin ich wie so ein Vollidiot einmal komplett vorsichtig abgetastet durch die ganze Map
latsch nur um zu suchen, wo die letzte Münze ist. Alter Schwede, das war so kacke. Wirklich, als ich das gerade gesehen habe, ich dachte nur so, alter Schwede, was ist das für ein Farsch? So, ich habe leider keine rote Münze gefunden. Das heißt, wir müssen noch einen extra Part machen für die Münzen. Das ist schon belastend. Ich frage mich, wie viele rote Münzen gibt es. So, jetzt muss ich mal richtig aufpassen, dass ich hier nicht wieder einen Fehler mache und eine übersehe. So, hier ist kein da. Okay, da sehe ich eine. Okay, das ist auch echt auffällig. Einfach nur hier drauf nehmen. Ja, okay, da. Da haben wir Token Nummer 1. Ich will einer der wenigen sein, die diese Tokens haben. Weil irgendwie haben ultra wenig Leute diese Tokens. Nur 41 Leute haben Tokens. Haben alle diese Tokens gesammelt. Also halt nur die Grünen. Das ist schon heftig. Das heißt, ich will auch einer von denen werden. Ja, okay, wahrscheinlich. Okay, da ist wieder eine. Wahrscheinlich nach diesem Video, wenn Leute das dann auch spielen, gibt es wahrscheinlich mehr Leute, die dann die Tokens haben, beziehungsweise die ersten Hälften. Beziehungsweise wenn ich beispielsweise alle Tokens bekommen habe, dann werden Safe-Leute bei mir gucken, wo alle versteckt sind. Dann werden die sich alle Tokens dann von mir abknüpfen, die ich suchen musste, weil kein anderer Video darüber gemacht hat. Das ist belastend. Na gut. Will mir diese Rampe hier irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Aber noch mehr grüne Münzen? Nee. Okay. So, was ist das denn hier wieder? Ja, das ist eine Plattform, okay. Wir hatten ja in diesem Haus auch so eine komische Plattform, aber ich weiß nicht, was die für eine Bedeutung hatte. Da ist wie alles hell geworden. Okay, da ist wieder eine Münze. Wir müssen wieder ein bisschen mit Speed da gegenknallen. Ja. Doch, dann hüpfe ich da noch vorbei. Was ist das denn? Jetzt habe ich die doch. Habe ich recht? Yeah, jetzt habe ich sie. Perfekt. Einfach die Wüsten-Map. Beziehungsweise Wüstenruine. So, vorsichtig. Vielleicht ist hier so ein Knochen-Trocken-Typ. So, hier gibt es also keine. Habe ich recht? Ja, da unten sehe ich wieder eine. Boah, ich sehe. Da ist auch wieder eine. Okay, das sind interessante Locations. So, die habe ich. Das heißt, das muss für die Finale sein. Da kann mir jetzt nicht sagen, jemand sagen, dass das jetzt keine 5 waren. Ja, perfekt. Da haben wir jetzt auch 5 Stück. So, ich mache noch eine Welt.